Erleichtert atmet ihr auf, als ihr nach tagelanger Wanderung endlich die Mauern der Trollsteinfeste erreicht. Eure Informanten in der Stadt Baldur's Gate hatten recht. Isadora, Anhängerin des Cult of the Dragon, hat sich mit ihren Schergen auf das Anwesen zurückgezogen. Ihre Wachen patrouillieren auf den Zinn. Und wenn eure Informanten in dieser Sache richtig lagen, dann bestimmt auch in einer anderen. Sie soll im Besitz eines magischen Gegenstandes sein, der jeden unfassbar reich macht. Natürlich ist das Artefakt aber gut bewacht. Ihr habt keine Hoffnung, dass ihr direkt durch das Tor marschieren könnt, aber es gibt noch andere Optionen. Wie wollt ihr vorgehen? Im besten Fall würde ich vorschlagen, dass wir in die Burg kommen, ohne das Blut unserer Feinde oder unser eigenes zu vergießen. Also mein Vorschlag wäre, wir klettern über die Mauer. Aber ich würde gern Blut vergießen. Wie ist dein Wert im Klettern? 3. Willst du mit einer 3 versuchen, da hochzuklettern? Also, die Mauer ist hoch und die Steine sind moosig und rutschig vom Regen. Vielleicht könntest du mir eine Räuberleiter machen und ich kletter einfach drüber. Nur damit ihr kein falsches Bild im Kopf habt. Die Mauer ist viele Meter hoch. Okay. Und im Falle einer Räuberleiter, da bringt ihr euch eher in Gefahr. Wollt ihr es trotzdem probieren? Ist vielleicht doch mit ein bisschen zu viel Risiko behaftet. Was wir machen könnten, wir suchen uns einen Hintereingang, die gibt es da bestimmt irgendwo, und dann klatschen wir die Wachen weg. Ich bin Barbar, ne? Ich habe Stärke, ich würfel einfach eine 20, ja? Und dann renne ich auf die zu und spalte das Gesicht einfach mit einer Axt und es klappt dann einfach auf wie so ein morscher Baum. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn wir uns nicht schon auf meine Kletterfähigkeiten verlassen wollen, dann halte ich es ja wirklich nicht für klug, wenn wir davon ausgehen, dass du eine 20 würfelst. Ich meine, da können wir genauso gut versuchen, die Illusion eines Illithisen-Schiffes herbeizurufen. Versteh mich nicht falsch, Erik, aber erinner dich an die Stadt, wo wir waren, an die Taverne. Erinnerst du dich an die Ratte, ja, die dich besiegt hat? Ja, aber vielleicht war das keine gewöhnliche Ratte. Vielleicht war das eine mutierte Ratte, die vielleicht ein bisschen zu viel Glück hatte. Oder du einfach zu viel Pech. Okay, neue Idee. Ich werfe dich einfach über die Mauer mit meinen riesigen Okolyten von Oberarm. Nein, das machen wir nicht. Das letzte Mal, als du mich geworfen hast, bin ich nämlich direkt in den Speeren der Gegner gelandet. Ja, aber das war ja extra. Also? Wir bezirzen sie. Ja, bezirzen. Finde ich eine gute Idee. Also, ich würde mir einfach einen Fummel überwerfen, ein bisschen verführerisch mit den Augen klimpern. Und ja, mit meinem Wert auf Charisma und meinem Körper, da wird mir keine Wache widerstehen können. Mir. Ich setze noch einen drauf. Du verkleidest dich, dass sie nichts Böses ahnen. Und ich verkleide mich auch, aber etwas animalischer. Animalischer? Ich bin ein Sexy Bär. Weil in der Welt hier kann niemand sexy Bären widerstehen, ja? Und ich würde dann die Wachen ablenken mit meiner Sexiness. Und dann würdest du von hinten anschleichen und ballerst den einfach ein mit deinem Hammer drüber, mit deinem mächtigen, geilen Hammer. Der aus Metall. Ja, das ist aber doch total genial. Ja? Ich fasse zusammen. Frauenklamotten, sexy Bär, umhauen? Exakt. Ich sag das nur ungern, aber eure Idee gelingt. Funk läuft in seinen Frauenklamotten höchst unauffällig an der Burg entlang. Gronkh wiederum nutzt die Gunst der Sexy-Bär-Stunde und weckt den Spieltrieb der beiden Wachen. Als sie abgelenkt sind, schwingt Funk seinen Hammer, der wirklich nur sein Hammer ist. Was jetzt? Sind die beiden tot? Ja. Dann werfen wir die über die Burgmauer. Ihr werft die beiden in den Burggraben und könnt unbemerkt eintreten. Aber drin müsst ihr aufpassen. Immer wieder kreuzen Wachen euren Weg und ihr müsst euch in den Schatten verstecken, um nicht gesehen zu werden. Hier einen Kampf zu riskieren wäre töricht. Die Feinde sind euch zahlenmäßig stark überlegen. Sie haben gezähmte Displacer-Beasts als Wachtiere. Nachdem ihr zahlreiche Flure und Gänge passiert habt, steht ihr endlich vor einer Tür, die anders ist als die andere. Ihr seid euch sicher, dass sich dahinter das magische Artefakt befinden muss. Wie möchtet ihr vorgehen? Wir könnten anklopfen. Wirklich? Nein. Um etwas Produktives mal dazu zu tragen, ich würde meine Dietriche benutzen, um die Tür zu öffnen. Guter Plan, ja. So, ich hab's gleich.
Geht schnell. Ja, geht. Es geht sehr schnell. Ja. Ist gleich fertig, wirklich. Es geht doch nicht so schnell. Geht ein bisschen langsamer als schnell, aber immer noch schnell genug. Ist, Frank. Ich hab's gleich. Komm zum Ende. Gleich? Okay, mein Barbar hat Persönlichkeitsmerkmal Ungeduld. Ich würde einfach, bitte, darf ich Anlauf nehmen und die scheiß Tür einrennen? Ja. Einfach einrennen? Komm schon mal. Die Klappe, Frank. Einfach. Eine Eins. Du nimmst Anlauf und stürzt dich mit voller Kraft gegen die Tür. Sie erzittert nicht nur unter deinem Gewicht, sondern du erzitterst unter Schmerzen. Du verlierst nicht nur 2 Lebenspunkte, sondern bist auch in deiner Ehre als Barbar gekränkt. Frank, möchtest du etwas anderes, naheliegenderes ausprobieren? Ja, ich werde die Tür einfach aufzaubern. Ich wende Knock an. Und die Tür hat nie existiert. Bitte würfeln. Gerne. Eine 5? Die Tür ist nicht verschwunden und auch sonst scheint sich nichts verändert zu haben. Aber als du nach dem Türgriff greifst, bricht er ab und du merkst, er ist aus Kuchen. Kuchen? Kuchen. Sorry, hatte Hunger. Aber wollt ihr nicht erstmal das Naheliegendste ausprobieren? Der Griff materialisiert sich nach dem Zauber wieder. Und ihr macht was? Ach, der Türgriff. Ich gehe dahin. Ja. Und drücke. Ja. Den Türrahmen. Warum solltest du den Türrahmen drücken? Vielleicht ein Geheimmechanismus, damit die Tür aufgeht. Der Türgriff. Ich drücke den Türgriff. Vorher untersuche ich aber alles auf Fallen. Bitte. Oh, eine 18. Mit der Akribie eines Mopses, der den Küchenboden nach Essensresten abschnüffelt, suchst du alles ab und findest nichts. Ich öffne die Tür. Ja, aber das wollte ich. Gronk drückt also logischerweise den Türgriff. Zu eurer großen Überraschung gleitet die Tür auf. Sie war nämlich gar nicht verschlossen. Ihr seht eine barocke Bibliothek. Und dort steht sie. Isadora, die mit ihren Schergen und dem Cult of the Dragon die Welt ins Chaos stürzen möchte. Sie schaut euch mit finsterem Blick an. Was wollt ihr tun? Umhauen. Halt ein, mein lieber Barbar. Warum? Wir sollten unser Glück noch einmal auf die Probe stellen. Ich würde vortreten und einen leichten Knicks machen. Und dann sage ich so etwas wie, oh, ihr müsst die Herrscherin dieses Ortes sein. Wir sind 2 Barden, so berühmt wie Volo. Und wir würden gern auf eure Schönheit ein Liedchen trällern. Und dann würde sie so etwas sagen wie, Barden? Ihr seht eher aus wie ein Paladin und ein Barbar. Und dann sage ich wieder, oh ja, für wahr. Eure Augen sind in der Tat so scharf, wie man es sich in Baldurs Tor erzählt. Toll. Und dann würdest du deine Laute schnappen und irgendetwas singen. Weiß auch nicht. Ja, singst du über Kohle im Kamin. Ich soll bitte was? Ja, ja. Über Kohle im Kamin. Und während du dann so zum Höhepunkt kommst des Liedes und sie dir ganz andächtig lauscht, schnappe ich mir von hinten das Artefakt. Ich soll bitte was machen? Hast du mal meinen Charakterbogen gesehen? Ich habe ein Charisma von -3. Ich singe wie ein Eulenbär auf Crack. Ich kann gar nichts machen. Okay, pass auf. Folgender Vorschlag. Wir gehen hin und wir hauen die einfach um. Wir sind 2, dies eine. Du hast einen fetten Hammer, ich habe eine geile Axt und die hat maximal 2 kleine Porzellanhähnchen. Was will die machen? Ja, aber mit diesem Porzellanhähnchen kann sie ganz tödliche und gefährliche Zauber zaubern. Ja, das ist ein Argument. Also? Ich würde mich als Künstler ausgeben. Den berühmtesten Künstler, den es an Baldur's Gate je gab. Ja, berühmter noch als Volo gar. Und ich würde sie einfach auffordern, für ein Gemälde zu posieren. Und dann, wenn sie nicht aufpasst, dann? Dann hau ich die Alte um. Dann hau ich die aus dem Bild. Dann würfelt mal.
Eine 14. Eine 19. Also gut, dir gelingt es, Isadora zu einem Gemälde zu überreden. Zwar lassen deine künstlerischen Fähigkeiten zu wünschen übrig, aber das Ergebnis sieht sie nicht mehr. Denn Gronkh haut sie um. Ihr dreht euch um und seht in einem Regal eine Truhe stehen. Kein Zweifel, darin muss sich das magische Artefakt befinden. Oh, okay, wir sollten vorher auf jeden Fall den Ordner Fallen untersuchen. Ich gehe dahin und öffne die Truhe. Du öffnest sie, alles klar. Als du die Schatulle vorsichtig öffnest, bist du beim Anblick des Artefakts überrascht. Ich sage so etwas wie, was soll mir denn mit einem verdammt geilen Telespiel? Das magische Artefakt hielt, was es versprach. Die beiden waren unfassbar reich. Reich an Spielspaß in Baldur's Gate 3. Viel wichtiger als der Schatz, den sie fanden, war aber das Band der Freundschaft, das bei diesem Abenteuer geschmiedet wurde. Sie will so etwas sagen wie, Baran, wir sind eher aus wie ein Paladin, Baran. Ja. Ah! Was? Ich kann, Ich bin Baran. Aber Bären gehen so nicht, ne? Oder du einfach zu viel Pech. Vielleicht leckst du mich einfach mal fett. Gut, können wir auch dazu machen. Okay, dann gleich wieder da. Viel Spaß. Gönn dir rein. Eine Mauer ist echt hart zwischen den Schenkeln. Machen wir noch einmal? Nochmal? 5 Sekunden. Du kriegst nicht genug, ne? 5 Sekunden.